So, dich mache ich mal zu einem Reparaturaußenposten. Dann setze ich da einen neuen Außenposten hin. Ich muss nur aufpassen, dass ich hier die Zugänge nicht blockiere, weil sonst, ja. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist. Aber theoretisch ja. So, hier einmal den Transporter absetzen. Oh ja, warte mal, ich verpasse ihn ganz kurz. Das Platoon Zero. Dann kann ich ihn nämlich jederzeit per Tastendruck auswählen. So, hier hätte ich auch ganz gerne nochmal ein paar Soldaten. Wir könnten jetzt übrigens auch... Oder warte, geht es? Ich weiß es gar nicht. Wenn ich jetzt sage, ich schmeiß die alle da rein. So, der ist natürlich nicht voll. Aber wenn ich den jetzt in die Wähler packe, das müsste ja theoretisch funktionieren. Ja, doch, es geht. Jetzt ist die Wähler zwar voll. Mit einem einzigen Fahrzeug, aber wir transportieren halt jetzt noch jede Menge Infanterie mit. Das war ein Trick. Ich weiß gar nicht, ob ihr das Spiel Star Wars Galactic Battlegrounds kennt. Das ist auch ein Echtzeitstrategiespiel in besagtem Star Wars Universum. Nur das Problem ist, da konntest du das, was ich hier gemacht habe, nicht machen. Also zum Beispiel Infanteristen in ein Fahrzeug packen und dann dieses Fahrzeug in einen Raumtransporter, in einen Flugtransporter. Der hätte da nicht mitgespielt. Weil der nämlich gesagt hat, es hat entweder das eine Fahrzeug oder die fünf Infanteristen in dem Raumschiff Platz, aber nicht beides zusammen, auch wenn es gepackt ist. Ja, genau, siehst du, der nimmt die ganzen Plätze alle weg. So. Und dementsprechend hätten wir jetzt... Also, weißt du was, die Wähler lasse ich mal da oben mit dabei, als Luftaufklärung. Dann stellen wir hier einen Bohrturm hin. So, bitte einmal davor. Ich muss schon sagen, also die Musik, ich finde sie hammergeil. Da kannst du sagen, was du willst. Der Soundtrack ist echt gelungen in dem Spiel hier. Es ist halt reine Hintergrundmusik, ja, muss man dazu sagen. Es ist nicht so aufwendig wie bei Command & Conquer 3 zum Beispiel, wo sie, sag ich mal, für jede Situation ein anderes Lied einspielen. Es ist so, wenn du den Basisbau hast, dann läuft diese normale Idle-Musik. Wenn du kämpfst oder in Kämpfe verwickelt wirst, dann startet die Kampfmusik und so weiter und so fort. So, und ich sollte mir angewöhnen, ein paar Verteidiger im Stützpunkt zurückzulassen. Und ich könnte eigentlich auch mehrere Kasernen bauen, dann geht die Produktion wesentlich schneller vonstatten. So, habe ich eigentlich noch ein Baufahrzeug hier unten? Nee, ne? Sollte ich vielleicht mal nachrüsten. Beziehungsweise, pass auf, der macht hier Kohle. Den stelle ich auch nochmal auf Kohle ein. So. Das ganze Act of Aggression ist übrigens basiert auf dem Spiel Act of War. Gibt es auch auf Steam zu kaufen. Das war die erste Version von dem gleichen Entwickler. Die haben auch erstaunlich viele Spielkonzepte übernommen aus Act of War. Nur ich muss sagen, also ich habe es ja gekauft und habe es ausprobiert, weil ich wollte einen Command & Conquer Ersatz haben. Aber ich muss sagen, es hat mir nicht wirklich gefallen. Also als Strategiespiel ist es echt schön, aber es gibt ein Problem, ein persönliches Problem, was ich habe. Und zwar ist das hier, diese Einstellung jetzt, die normale Kameraeinstellung. Du kannst bei Act of War nicht weiter rauszoomen. Du siehst also alles so unfassbar nah, hast aber Maps, die ungefähr halb so groß sind wie die Map, wo wir jetzt spielen. Also könnt ihr euch schon denken, wohin die Reise geht. Man muss die ganze Zeit hin und her zoomen. Wenn irgendwas passiert, dann weißt du nicht, was Sache ist. Du hast keinen Überblick über die Map. Es ist total anstrengend. Und mir ist bei Act of War dann etwas passiert, was mir bisher in keinem anderen Computerspiel passiert ist. Ich habe innerhalb von einer dreiviertelten Stunde Augenschmerzen bekommen. Ich halte es wirklich keine Stunde aus, Act of War zu spielen, ohne Augenschmerzen zu bekommen. Und das, ja, das hat mir persönlich gereicht zu sagen, weißt du was, wird deinstalliert, ich warte auf das nächste Spiel vom Entwickler und gut ist. So, was sagt jetzt eigentlich unsere Verteidigung? Wir haben die drei Türme, die decken den Stützpunkt eigentlich ganz gut ab. Und wir haben ihn hier, der deckt den Stützpunkt aber nicht gut ab.
Okay, pass auf, dann. Ja, weil ich weiß nicht, also wenn der Gegner Superwaffen bauen würde, er hätte sie schon längst eingesetzt. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, Flugkontrollzentrum. Oh Gott, können wir keins bauen, weil hier kein Platz ist. Da muss ich mal ganz kurz den Stützpunkt erweitern. So, ihr zwei, ihr bekommt mal das Platoon 1 und ihr fliegt mir bitte damit rüber. Hier könnte ich eigentlich auch nochmal einen Außenposten hinsetzen. Einfach hier in die Wohnsiedlung. Sieht eigentlich echt schick aus. So. Wir könnten mit den beiden auch mal Aufklärungsarbeit leisten. Komm. Das machen wir. Wir fliegen jetzt mal da hoch und gucken uns an, was der Gegner hier macht, wenn er überhaupt was macht. Was ich nämlich bezweifle. Wir können hier... Warte mal, wo ist denn das? Wo ist denn das? Feuer einstellen? Nein, das ist ein... Oh, der Kameramodus. Es gibt den Kameramodus gar nicht bei denen. Oh, 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 abdrehen, 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 abdrehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles klar, also dieses Plateau gehört definitiv ihm. So, und da ist jetzt unser Pilot. Wenn wir es schaffen würden, den jetzt zu evakuieren und zu unserem Stützpunkt zurückzubringen, dann, naja, hätten wir ein Menschenleben gerettet, beziehungsweise wir würden auch ein kleines, ja, wie soll ich sagen, wir würden ein bisschen Geld dafür zurückbekommen. So, der Gegner kann den jetzt natürlich gefangen nehmen und in sein Gefängnis stecken, dann kriegt er nämlich Geld dafür. Das heißt, wir müssen eine Rettungsaktion planen, das läuft ja super hier. So, pass mal auf, kann ich, nee, aus dem kann ich nichts machen. Das heißt, wir sollten hier vielleicht nochmal auf Verteidigung setzen. Wenn der Gegner mit solchen Typen da rumfährt, da oben. Beziehungsweise... Ich brauche einen Namer. Einen Namer haben wir da. Die Exosoldiers, die werden wir mitnehmen. Die Scharfschützen werde ich mitnehmen. So, aber ich hätte ganz gerne einen zweiten Namer. Ich hätte ganz gerne noch eine Verla und nochmal zwei Kampfhubschrauber als Unterstützung. Wo ist denn... Er ist hier fertig. Pass auf, da machen wir ein Headquarter draus. Dann haben wir hier nochmal eine größere Reichweite. Oder haben wir die jetzt schon? Die haben wir jetzt schon. So, unser Mann sitzt hier oben noch ganz gut. Ist noch nicht entdeckt worden. Ich hoffe, das bleibt auch mal so. Das sind jetzt natürlich Kleinigkeiten, mit denen ich mich hier beschäftige. Ja, kleine Spielereien. Also... Ich finde es jetzt aber gerade mal lustig, loszuziehen und eine Rettungsmission zu starten. Rein moralisch. So, du kriegst das Platoon 9. Beziehungsweise, ich brauche ja eh zwei davon. Dann schicke ich die Einheit Zero hier auch mal runter. Er ist fertig. Ja, wunderbar. Guck mal, hier, unser Flugkontrollzentrum. Wir können hier bauen eine unbewaffnete Aufklärungsdrohne. Die macht genau das. Die Gegend aufklären. Da können wir uns mal eine kaufen. Dann haben wir hier die PAKFA, ein Luftüberlegenheitsjäger, der ist also wirklich rein dafür gedacht, feindliche Kampfjets abzufangen oder Bomber abzufangen. Und wir haben die Neuron, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, ist eine Erdkampfdrohne, das sagt eigentlich schon alles. Du hast hier Aufklärungsdrohne, du hast einen Flugabwehrjäger und du hast einen Bomber, so sieht's aus. Wobei, wir können... Genau, wir können unseren Flugabwehrjäger auch noch mit Bodenabwehrraketen ausstatten. Dann nimmt er auch noch ein paar Bodenziele aufs Korn. Und unseren Bomber können wir mit Flugabwehrraketen ausstatten, die andere Raketen abwehren quasi. Das ist, ja, sehr sinnvoll. So, okay, und hier haben wir jetzt unser Menü. Da wäre die Aufklärungsdrohne fertig. Die können wir jetzt mal losschicken. Und schauen, was hier so Sache ist. Die wird jetzt theoretisch dahin fliegen zu dem Gebiet, wenn sie bis dahin kommt und überlebt. So, hier haben wir jetzt die Kamera. Und dann würde die da, glaube ich, Kreise ziehen. Ist natürlich sehr schnell unterwegs, der Bursche. So, den hier. Den statten wir auch mal. Wobei, wir können ja eigentlich noch mehr Einheiten mitnehmen. Da passen ja 10 rein und nicht 8. Das vergesse ich andauernd. Wir können ja auch jederzeit befehlen, hier zum Stützpunkt zurückzukehren. So kann man es vielleicht verhindern, dass er abgeschossen wird. So, die Bank ist besetzt, feuert aber nicht, der hat also keine Flugeinheiten. Oh, er wird beschossen. Das heißt, das sind die Flugabwehreinheiten unterwegs. Ja, okay, weißt du was, ich weise ihn mal an, da abzuhauen, weil bevor wir ihn verlieren, dann müssen wir ihn neu kaufen und weißt du schon. So. Hoffentlich kommen sie jetzt nicht auf unseren Gefangenen, auf unseren verschollenen Piloten. Es wäre doof.
Da könnte ich eigentlich... Ne, komm, den Platz lass mal frei. Für Le Pilot. Da haben wir unsere zwei Kampfhubschrauber. So, die Bomber. Kann ich die Bomber eigentlich einsetzen gegen die Panzer? Verfügt im optische sehr wirkungsvoll gegen Fahrzeuge und Gebäude. Ja, man muss halt dann auch treffen, ne? Und ich glaube, man kann von jeder Sorte 3 Stück bauen. Oder wie waren das? Nicht wahr. Ah, hier sieht man es. Erkennt man vielleicht gerade nicht so gut. Warte, ich drehe mal kurz die Kamera, dass das im Schatten liegt. So, wir haben hier kleine Mini-Symbole unter der Anzeige von dem Radar. Wir können also 4 Flugzeuge hier drin bauen. Das heißt, wenn wir mehr Flugzeuge haben wollen, bauen wir einfach ein weiteres Flugkontrollzentrum und gut ist. So, ich werde jetzt aber trotzdem mal ein paar Panzer nachrüsten. Beziehungsweise, was macht eigentlich der Standort hier oben? Wir haben ja hier 2 Dinger. Wir könnten hier vielleicht auch mal noch einen Turm platzieren zur Abwehr. Und die Scharfschützen, die werde ich mal da ins Gebäude reinschicken. Da sind sie relativ safe. So, was machen denn unsere Jungs? Die sind fertig. Rein mit euch. Und wir warten noch auf die 2 Scharfschützen. Hier werde ich jetzt gerade mal eine Anti-Rakete kaufen. So, können wir den da jetzt mitnehmen? Ne, den können wir nicht mitnehmen. Der muss quasi selber fahren. Das ist ziemlich bescheuert. Aber hilft nicht. So, Panzerabwehrraketen werde ich ihnen noch verleihen. Und hier haben wir auch noch eine Art Artillerieeinheit. Wobei, es ist keine richtige Artillerieeinheit. Es ist ein Mehrfach-Raketenwerferfahrzeug. Wirkungsvoll gegen Infanterie und Gebäude auf mittlere Distanz. Kann das Zielgebiet in Brand setzen. Also, wenn du die halt noch aufrüstest mit diesen Nurs-Raketen, dann, ich sehe es gerade, erhöht sowohl die Reichweite und den Schaden. Erhöht, aha. Alles klar. Wir könnten mal just for fun einen Bombenangriff starten hier auf die Stelle. Beziehungsweise hier irgendwo waren sie, ne? Bin mal gespannt. So, die fliegen da jetzt einfach rein. Und werden, wenn sie Ziele finden, von selber angreifen. So, die Panzer schicken wir schon mal vor. Bin mal gespannt, die werden wahrscheinlich nicht überleben, weil die verfügen kaum über Panzerung, die Dinger. So, der schmeißt seine Bomben ab. Was natürlich bei so einem Gebäude nicht viel bringt. Ah ja, die greifen einfach nur wahllos das Gebiet an, was ich ihnen hier markiert habe, mehr nicht. Und sind tatsächlich nicht abgeschossen worden. Die sind noch rausgekommen rechtzeitig. Nett. Ja, doch, nett. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. So. Team 9 und 0, ihr fliegt mal los. Ich weiß natürlich nicht, ob das ausreicht, ne? Also, ich habe gar keine Ahnung mehr. Es ist schon sehr, sehr lange her. Flugabwehrraketen verpassen wir ihm jetzt auch noch. Vielleicht nochmal ein paar Helikopter nachbauen. Und du da. Wir werden jetzt mal noch so eine Sword-Fabrik bauen da unten. Und dann können wir mehrere Fahrzeuge gleichzeitig produzieren. Das ist doch sehr sinnvoll. Upgrade. So, wie schaut es jetzt hier aus? Ihr seid alle da? Na dann, los. Wir werden direkt von da unten reinfahren. Ich hoffe, dass das eine gute Idee ist. Ich schicke hier auch mal eine Aufklärungsdrohne los. Sind die Helis bereits fertig? Einer. Eine Artillerieeinheit wäre jetzt noch sinnvoll gewesen. Kommt mir gerade so. Wie sieht es eigentlich mit euren Dingern aus? Ah, die Panzerabwehrraketen haben sie. Das sind diese 2 Raketenwerfer an den Seiten. Wo ist denn die Drohne? Okay, die Drohne ist im Zielgebiet. Die fängt jetzt hier theoretisch an zu kreisen. Jawohl, sie kreist. Dann würde ich sagen, gehen wir da mal hin. Kann ich die eigentlich umpositionieren? Ne, die kann ich nicht umpositionieren. Die fliegt jetzt so lange, bis hier Treibstoff ausgeht. Das ist hier die gelbe Anzeige. Apropos Treibstoff. Mein Handy meckert, dass ihm der Saft ausgeht. Wenn der Treibstoff weg ist, dann wird dieses Ding automatisch zum Stützpunkt zurückfliegen. Und das war's. So, ihr zwei seid fertig. Wunderbar, dann fliegt ihr mal mit daher. Zur Unterstützung.
Ich werde jetzt hier mal, oder warte, wo waren das mit dieser mega fetten Artillerie? Das war er hier, der Reno. Ich werde mal 2 Stück davon bauen. Kann man bestimmt gebrauchen. Und dann würde ich sagen, die Helis sind da. Wir könnten hier eigentlich auch mal die Einheiten jetzt rausschmeißen. So, Einheit 9, Einheit 0 platzieren wir da vorne. So, so kann man das Ganze natürlich auch steuern. Die Panzer mal vorschicken und die Helikopter vor. Ich hoffe, dass die 4 ausreichen, aber ich glaube es irgendwie fast nicht. Haben wir jetzt eigentlich die Reichweite für ihn hier? Die haben wir tatsächlich. Dann sage ich mal Position angreifen. Einheit 0 Position angreifen. Und schon fliegen dir da die Raketen um die Ohren. Die nicht sonderlich viel Schaden machen. Ich werde jetzt auch mal alle 3 Bomber anweisen, das Gebäude zu attackieren. Da dürfte ja theoretisch der Gegner drin sitzen eigentlich, oder? Ja, doch, 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 der sitzt drin. Ah, zurück, zurück. Also feuert ihr jetzt eigentlich nicht weiter? Feuer! Also preparing, also die sind gerade am Nachladen. Ja, dann warten wir mal ab, bis die Bomber da rein sind und dann, ja. Die sind natürlich nicht sehr zielgenau mit ihren Hellfire-Raketen, ne? Das muss man dazu sagen. So, also die Banken, ich weiß nicht, wie die konstruiert wurden, die halten unfassbar viel aus. So, Feuer frei. Ich glaube, es ging auch irgendwie so, mit Scharfschützen konntest du die Infanterie aus dem Gebäude rausballern. Oder du nimmst einfach die Haubitzen von so einem Kampfpanzer. Das ist natürlich auch eine Option. So, jetzt ist nur die Frage, wo ist sein Panzerbataillon? Ich schicke hier nochmal eine Aufklärungsdrohne los. Uah. Die greifen ja immer noch an, die 2 Idioten. Ja, wobei, wir könnten die Bank tatsächlich zerstören, dann... Wo sind denn die? Die waren doch da irgendwo. Oder auch nicht. So, jetzt erstmal zu unserem Piloten. What's the rescue team doing? The rescue team is working! Und da haben wir sie schon. Okay. Das sind Flugabwehreinheiten. Vielleicht kann ich da mal diesen da machen. Ach du Scheiße, sind das viel. Ach du Schande. Nee, 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 nee. Boah, fuck. Haben wir die in Reichweite? Nicht wirklich. Huch, falscher Knopf. So, ihr übernehmt das mal. Und da haben wir jetzt auch wieder 2. Ja, seht zu, dass er rauskommt. Und die Bomber kommen da rein. Ja, waren auf jeden Fall sehr effektiv. 3 Bomber, davon ist einer abgestürzt und die 2 haben nur leichten Schaden genommen, weißt du? Also... Nee. Nee, 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 kann so nicht richtig sein. Hier erstmal alle Mann raus. Alle Mann raus. Die 3, die schmeißen wir jetzt in so einen Neymar rein. Und dann würde ich sagen, verteilen wir uns mal ein bisschen hier. Die Infanterie, die schickt man da rein. So, die sind an Bord. Dann schickt man diesen Neymar zurück zum Stützpunkt. So, die 2 Scharfschützen da noch mit rein. Und dann haben wir noch jede Menge Infanterie. Die bleibt mir mal bitte hier. So, wer war das Team Zero? Einheit Zero schicken wir zurück zum Stützpunkt. Okay, das heißt, wir brauchen sehr viel mehr von den Jungs. Dann kümmern wir uns auch mal um die Burritinos. Beziehungsweise wir haben ja hier die 2 Kerlchen. Sind die schon aufgerüstet? Nee, sind sie nicht. Ich verpasse hier noch das Radar.